Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie hier zu einer Sitzung des Ordnungspolitischen Ausschusses des Wirtschaftsbeirates Bayern. Und wir haben heute Herrn Dr. Max Zänglein vom Mercator Forschungsinstitut. Er wird über die EU-China-Beziehungen im geopolitischen Spannungsfeld vortragen. Es gibt wenige wirkliche Experten für China in Deutschland, aber einer davon ist Herr Zänglein. Er ist tätig als Chefökonom des Mercator Forschungsinstituts und er hat sich speziell dort intensiv mit dem Thema China beschäftigt. Er war Head of Program Economic Research, wie es hier heißt, 2018 bis 2020 für chinesische Studien. Und er hat auch vorher dort an dem Institut als Senior Economist gearbeitet und sich ebenfalls mit China beschäftigt. Er war für die Deutsche Handelskammer in China von 2014 bis 2015, und zwar in Peking, und hat die makroökonomischen Bedingungen untersucht. Er hat die deutschen Firmen, die in China tätig sind, beurteilt und Gesamteindrücke vermittelt hier. Und er hat sich speziell mit den Beziehungen auf dem Arbeitsmarkt in China sowie mit regulatorischen Besonderheiten Chinas beschäftigt. Von 2008 bis 2014 war er auch in Shenzhen, auch für die Deutsche Handelskammer, und hat von dort aus schon gearbeitet. Das sind immerhin 6 Jahre, die vor der eigentlichen Tätigkeit dort waren. Und er hat in dieser Zeit sehr viel Wissen erworben. Er war Berater für Wirtschaftsentwicklung in Hongkong. Und er hat aber auch eben seine akademische Karriere zum Teil dort gemacht. Er hat das PhD-Studium, das Doktorstudium in Hongkong gemacht, aber er hat dann später promoviert an der Universität Kassel in Deutschland. Und wie kann das anders sein? Das Thema seiner Dissertation behandelte ebenfalls China, und zwar hier speziell den Lohnaushandlungsprozess in China. War nicht nur in China, sondern er hat auch seinen Bachelor vorher gemacht an der New York University at Buffalo in Amerika. Und kein Wunder, er verfügt deswegen also wegen dieser Auslandstätigkeit über umfangreiche Sprachkenntnisse. Ist natürlich fließend in Englisch und vor allem auch in Mandarin Chinesisch. Er hat eine Reihe von wissenschaftlichen Arbeiten vorgelegt, die sich eben speziell auch mit dem Arbeitsmarkt hier schwerpunktmäßig beschäftigen, aber auch mit der Frage des geistigen Eigentums, Intellectual Property, hat er sich beschäftigt, denn das war ja im TIPS-Abkommen, auf das die amerikanischen auf die, dass die amerikanische Regierung so viel Wert legte, von besonderer Bedeutung. Ja, heute bin ich gespannt, ihn zu hören, was er denn aktuell sagt. China ist ja aus der Corona-Krise sehr schnell rausgekommen. Es also war das Land, wo die Krise begann. Der Absturz war im Februar, aber schon im März, April ging es ja wieder mächtig voran. Und Chinesen behaupteten, das Virus besiegt zu haben. Ja, es scheint so halbwegs zu stimmen. Und der Rest der Welt hat aber jetzt seine Probleme. Alles, was an China hängt, profitiert. Die deutsche Automobilindustrie ist auch im Frühsommer und Herbst wieder ganz gut hochgekommen. Nicht auf das alte Niveau, aber wenn es hochgekommen ist, wenn sie hochgekommen ist, dann liegt das an der Verbindung zu China. Die chinesische Wirtschaft wird wahrscheinlich
nicht schrumpfen dieses Jahr, wenn man den neuesten Zahlen glauben darf. Aber wir rechnen mit einer Schrumpfung des Sozialprodukts von etwa 5% und mehr. Und die ganze Weltwirtschaft wird vermutlich schrumpfen. So stark hat die Corona-Krise uns erfasst. Ja, was liegt näher, als jetzt doch einen Blick auf dieses große Land zu werfen, das mit unglaublicher Dynamik voranschreitet, weitreichende Ziele hat? Ist China unser Partner? Ist China unser Gegner? Ist China beides? Was können wir von China lernen? Wie soll sich Europa aufstellen gegenüber den Chinesen? Was haben wir zu erwarten? Das Wort haben jetzt Sie, Herr Zengler. Ganz herzlichen Dank, Professor Sinn, für die Vorstellung und freut mich sehr, dass ich jetzt hier zu Ihnen sprechen kann über China. Wie Professor Sinn schon angedeutet hat, werde ich versuchen, ja quasi einen Rundumschlag zu machen im Kontext der China-Beziehungen oder der Beziehung zwischen der EU und China. Es ist nicht nur Zeiten von Corona, die die Situation verändern. Es gibt Rivalitäten zwischen den USA und China, die sich auch auf Europa auswirken, aber ganz insbesondere ändert sich auch viel innerhalb der Ambitionen Chinas. Und insofern bin ich der Meinung, dass China sich als Partner, als Wirtschaftspartner auf jeden Fall ändert. Und ich versuche hier jetzt nur einige von diesen Themen zu beleuchten und würde gern starten mit einem Einblick, was treibt China an und was treibt die chinesische Wirtschaftspolitik an. Und natürlich ist China ein von der kommunistischen Partei geführter autoritärer Staat. Das hat dann natürlich auch einige starke politische Ziele, die damit einhergehen, was auch ja den Machtanspruch der Regierung und auch den Rückhalt innerhalb der Bevölkerung, aber eben auch der Unternehmen berücksichtigt. Und ein wesentlicher Aspekt hierbei ist die 100 Jahre Gründung der KP, die nächstes Jahr gefeiert werden soll. Und eines der erklärten Ziele, das Dekaden alt schon ist, ist, dass China bis dahin eine moderat wohlständige Gesellschaft sein soll. So, das ist relativ vage definiert, aber eines der konkreteren Ziele heißt da etwa, dass man das BIP pro Kopf von Stand 2010 verdoppelt haben sollte. Ein anderer Aspekt, und das zeigt einfach auch die Langfristigkeit der chinesischen Politik, ist bis 2049 zur 100 Jahre Gründung der Volksrepublik China ein starkes, modernes, sozialistisches Land zu sein. Und diese Langfristigkeit ist insofern auch wichtig zu verstehen, wie China auf die Wirtschaftspolitik, auf die Industriepolitik, auf sein eigenes Selbstverständnis blickt. Und es ist letztendlich ein Spiegelbild dessen, in welcher Position China sich dann wieder sehen will. Und zwar, dass man wieder die Nummer eins global ist. Und ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Aspekt, den man hier berücksichtigen soll, was auch die interne Motivation sozusagen angeht. Dass auch im chinesischen Selbstverständnis die Dominanz der westlichen Industrienationen quasi ein kurzer Zeithorizont nur zu berücksichtigen hat und China jetzt wieder eben in diese Schlüsselposition kommen will, dass man die führende Nation ist. Das ist quasi in der DNA widerlegt oder festgelegt und man ist da sehr, sehr ambitioniert dran. Und natürlich gibt es da sehr viel zu tun. China hat zweifelsohne große Erfolge über die letzten Dekaden gehabt, aber man kommt von einem niedrigen Niveau. Insofern waren auch dort die Erfolge relativ einfach, ohne die Erfolge jetzt hier schmälern zu wollen. Mit Blick auf die Zukunft, es geht darum, nicht nur die Wirtschaft weiterzuwachsen, man möchte die größte Volkswirtschaft wieder auf der Welt werden. Da ist man auf einem ganz guten Weg natürlich zu schon. Man möchte aber auch im Bereich der Technologie wieder führend sein. Man möchte die Innovationskraft sein. Und man hat auch einen globalen Anspruch, sprich, dass auch chinesische Unternehmen globaler agieren, dass die Aktivitäten nicht nur sich auf China beschränken, sondern die chinesischen Interessen eben global heraustragen. Damit einher geht natürlich auch ein geopolitischer Anspruch, ein Sicherheitsanspruch und ein Großmachtanspruch, der
ebenfalls ganz wichtig im Anbetracht der chinesischen Wirtschaftspolitik ist. Das sind so die großen Themen, die ich in meinem Vortrag heute ansprechen will. Und ich halte es für extrem wichtig, diesen Kontext zu verstehen und auch das chinesische Selbstverständnis und vor allem die langfristigen Ausrichtungen der chinesischen Wirtschaftspolitik. Und damit kurz zu gucken, wo wir gerade stehen. Wir hatten es gerade schon gehört. Wie hat sich Corona auf die chinesische Wirtschaft ausgewirkt? Man hatte im ersten Quartal einen historischen Einbruch im chinesischen Kontext, zumindest seitdem der Reformprozess Ende der 70er Jahre angefangen hat. Und die Wirtschaft schrank um -6,8%. Davon hat man sich relativ schnell erholt. Man hatte auf diese V-förmige Erholung gehofft. Die ist mehr oder weniger eingetreten. Im dritten Quartal betrug das Wachstum real schon bereits 4,9%. Und vor allem, man expandiert eben. Und Professor Sinn hat es gerade auch schon angesprochen. China wird vermutlich Ende des Jahres eine, wenn nicht die einzige große Volkswirtschaft sein, die ein positives Wachstum verzeichnen wird. Momentan sind wir hier für die ersten drei Quartale bei 0,7%. Also auch dort hat man schon wieder geschafft, in die Wachstumsregion vorzudringen. Und ich denke, momentan sieht tatsächlich auch alles so aus, dass sich das vierte Quartal ebenfalls nochmal verbessern wird. Und das liegt vor allem daran, wenn wir jetzt hier den Beitrag zum BIP-Wachstum nach Konsum, Investitionen und Net-Exporten angucken, dass der Konsum wieder an Schwung gewinnt. So, der Konsum ist hier in der Grafik orange dargestellt. Man sieht hier im ersten Quartal als auch im zweiten Quartal hat es massiv dazu beigetragen, die Wirtschaft, so das Wirtschaftswachstum herunterzuziehen. Es war vor allem vom Investitionen getrieben, das und eben auch von einem relativ stabilen und einer relativ stabilen Nachfrage innerhalb der oder global einer relativ stabilen globalen Nachfrage. Das heißt, auch die Exporte haben zum Wachstum beigetragen. Im dritten Quartal nun hat der Konsum wieder zum Wachstum beigetragen. So, er macht quasi etwa 30% des Wachstums aus. Es wird immer noch stark von Investitionen getragen, aber der wichtige Punkt, der Konsum ist wieder aus dem Minus herausgekommen. Trotzdem ist die Erholung noch relativ unausgewogen. Der Konsum kommt nur relativ langsam in die Gänge. Man sieht das hier an der orangenen Linie, die jetzt hier unten ist, die den niedrigsten Werten hat. Und auch da aufs Jahr gesehen ist der Einzelhandel noch bei einem Minus von 7,2%. Das sieht da ganz anders aus, wenn es im Bereich der Industrieproduktion oder auch der Investitionen geht. Dort ist man bereits wieder im Wachstumsmodus und hat zum Ende des dritten Quartals wieder leichte Wachstumsraten verzeichnet. Aber das zeigt, dass man hier relativ schnell rausgekommen ist aus der Krise und eben der Konsum noch ein bisschen hinten dran läuft. Ich glaube, das ist ganz logisch und lässt sich sicherlich erklären. Vor allem, wenn wir auf die Reaktion auch der chinesischen Regierung gucken. Trotzdem, um das noch etwas auszuführen, der ein oder andere wird vielleicht Anfang Oktober gesehen haben, wie Bilder aus China kamen, wo Massen von Touristen durchs Land reisten, die Bahnhöfe voll sind und ja, Dinge, die man mittlerweile hier mit Verwunderung beobachtet. Und das sollte auch wieder darstellen, wie stark China ist und wie schnell China aus der Krise gekommen ist. Doch auch wenn man hier im Detail guckt, um sich die Reiseaktivitäten des Tourismus um diesen Nationalfeiertag, und das sind in diesem Jahr 8 Tage gewesen, und das mit dem Vorjahresentwicklung vergleicht, ist man bei einem Minus von knapp 20%. Obwohl als bei den Reiseaktivitäten als auch bei dem Umsatz. Das heißt, die Krise hat trotzdem ihre Spuren hinterlassen. Und es ist auch weiterhin so, dass der Arbeitsmarkt relativ angespannt ist, dass die Konsumenten natürlich auch Einkommenseinbußen oder Einkommen eingebüßt haben und sie immer noch relativ vorsichtig sind, zur Normalität überzugehen. So, keine Frage, China ist weit voran im Vergleich zu, wo wir hier im Westen, wo wir hier in Europa stehen, vor der zweiten Welle. Aber auch die Einschnitte sind dort spürbar.
Und es ist eben auch weiterhin stark getrieben von Investitionstätigkeiten, auch von Seiten des Staates, auf die ich auch später noch ein bisschen mehr eingehen werde. Das hat zu dieser Corona-Effekt, der natürlich überhaupt nicht vorgesehen war, hat natürlich zu kurzfristigen Anpassungen auch in der chinesischen Wirtschaftspolitik geführt. Und es gibt ja ein Dokument, das rauskam, oder ein Ziel, das heißt diese Six Insurers, also die sechs Sicherheiten quasi. Und da sieht man auch, wo der Fokus dann liegt. Er liegt auf Stabilisierung in diesen unsicheren Zeiten. Das liegt zum einen mal der Fokus auf den Arbeitsmarkt. Da sieht man auch jetzt noch über im dritten Quartal gibt es zahlreiche neue Maßnahmen, die hier zum Beispiel die weiterhin Rekordanzahl von Universitätsabsolventen das unterstützen soll, aber auch Wanderarbeiter und dergleichen. Also dieser Einschnitt ist durchaus da. Es geht um Themen wie Existenzsicherung. Es geht um Themen wie KMUs, also die kleinen und mittelständischen Unternehmen zu unterstützen, dass sie eben nicht bankrott gehen. Also das zeigt auch, dass man da noch größere Probleme hat. Und es geht darüber hinaus um Themen wie Lieferkettensicherheit, Verbesserung von öffentlichen Institutionen und Ernährungs- und Energiesicherheit. Das sind alles Themen, die wir hier auch in Europa haben, mit denen wir uns auch beschäftigen, wenn man nur bei Lieferkettensicherheit denkt, wenn wir über die Masken denken. Das sind auch Themen, die dann hochgekommen sind. Also auch hier sind das Entwicklungen, wo sich China versucht, kurzfristig anzupassen. Ein wesentlicher Teil ist eine neue Strategie, die heißt Dual Circulation, also zwei Kreisläufe etwa. Und das heißt auch ein Blick auf oder einen verstärkten Fokus auf die inneren Wachstumspreise, also den Binnenmarkt zu stärken, um dort mehr Wachstum zu generieren, denn man guckt mit mehr Unsicherheiten auch aufs Ausland, auch wenn die Exporte bis jetzt relativ robust geblieben sind. Der zweite, der äußere Kreislauf, ist aus meiner Sicht eine Neubewertung der Globalisierung. Ich glaube nicht, dass China sich von der Globalisierung verabschieden wird, aber auch gar kein Interesse dran hat. Man wird sich nicht mehr isolieren, aber man wird sich trotzdem neu positionieren. Und auch dort werde ich gleich nochmal ein bisschen im Detail mehr drauf eingehen. Die langfristigen Ziele allerdings, also jetzt wenn wir mal Corona und all die Entwicklungen außen vor lassen, die sind unverändert. Und auch in der Umsetzung der Wirtschaftspolitik sieht man, dass sich dass insofern die Ziele, die man sich gesetzt hat, bis 2049 zu erreichen, da ist man relativ unbeeindruckt von den aktuellen Entwicklungen. Das Ziel hierbei ist es, dass China ein starkes Innovationssystem aufbauen will. Und das ist die Grundlage für die Technologieführerschaft, die man sich erhofft. Der ein oder andere wird sicherlich schon von dieser Industriepolitik Made in China 2025 gehört haben, wo 10 ganz konkrete Industrien ausgewiesen sind, in denen China führen werden soll. Aber ehrlich gesagt, das ist nur ein Element eines viel komplexeren Netzwerkes an Strategien. Da geht es um internationale oder technische Standards setzen. Da geht es unter anderem eben auch um Themen wie Digitalisierung voranbringen oder eben die Belt and Road Initiative, also diese globalen Ambitionen. Und ich könnte es nicht besser rüberbringen als in einem Dokument zum Nationalen Volkskongress Anfang des Jahres, der besagte Speeding up the perfection of the socialist market economic system in a new area. Dieser Begriff kriegt es eigentlich oder fasst es wunderbar zusammen. Man reagiert auf das globale Umfeld und insbesondere auch den Konflikt mit den USA und versucht, das eigene Wirtschaftssystem zu optimieren, um sich die neuen Gegebenheiten zu wappnen, um diese langfristigen Ziele zu erreichen. Und auch hier hat China für 2020 unabhängig von der Corona-Krise an ihrer Reformagenda festgehalten. Da geht es um die Reform von Staatsbetrieben, die Stärkung von Marktmechanismen und Wettbewerb. Es gibt zu meiner letzten Zählung knapp 25 Gesetze, die neu kommen werden oder auch angepasst werden. Und es gibt auch weiterhin Marktöffnungen für ausländische Unternehmen. Also es tut sich sehr, sehr viel und das werde ich auch versuchen, jetzt hier in dem Kontext nochmal etwas einzubetten. Und ein wesentlicher Aspekt, wenn wir nun auf China blicken, wie sich China auch gewandelt hat in den letzten Jahren, ist letztendlich dieser Spagat, den China versucht zu vollbringen. Man weitet die politische Kontrolle aus, versucht aber wirtschaftlich zu reformieren und sich sogar zu öffnen. Und
Ich denke, zumindest zu meinen Universitätszeiten hieß es immer, ein autoritärer Staat kann nicht innovativ sein. Nun, ich glaube, China versucht uns, eines Besseren zu belehren. Die Frage ist offen, ob das gut ausgehen wird, aber dieser Trend momentan und vor allem ist es auch das Ende der Hoffnung, sagen wir mal, dass sich ein liberal wirtschaftlicheres China auch politisch reformieren sollte. Seit 2013 ist es ziemlich klar, dass die Wirtschaft sich in einem Kontext öffnet, der in einem restriktiveren politischen Umfeld funktionieren muss. Und das bedeutet auch, und das ist für mich eine der großen Herausforderungen, ich nenne es hier SOI 2.0, das heißt Staatsbetriebe 2.0, dass auch der Privatsektor von neuen Herausforderungen steht. Die großen chinesischen Tech-Unternehmen, die de facto Privatunternehmen sind, die müssen nun auch in einem ganz anderen Umfeld agieren. Es geht darum, dass man den Parteiapparat in den Unternehmen ausbaut. Es geht auch vor allem darum, die Einbindung in der Erreichung von nationalen strategischen Zielen, die etwa in der Industriepolitik ausgewiesen sind. Und ganz klar, IT und Digitalisierung sind wesentliche Themen. Und das sind klassisch Bereiche, in denen die traditionellen Staatsunternehmen eben nicht etabliert sind oder nicht stark sind. Und diesen aus unserer Sicht Widersprüche sind sicherlich eine Herausforderung, aber ich glaube auch hier wieder auf eine chinesische Sichtweise auf die Themen zu kommen. Ich glaube, der Parteiapparat sieht das nicht als einen Widerspruch. Man sieht keinen Widerspruch, politisch restriktiv zu sein, während man wirtschaftlich liberaler sich liberaler aufstellt. Aus unserer Sicht ist dieser Widerspruch gegeben, aber ich denke, es ist ja nicht so, dass die chinesische, die Kommunistische Partei diese Konflikte nicht sieht, aber ich glaube, die Sichtweise ist darauf einfach eine ganz andere. China ist trotz vieler Berichte, die ich lese, wo man dann den Eindruck hat, China ist schon die Hightech-Supermacht. Sie sind weiterhin noch vom Ausland, von ausländischer Technologie abhängig. Und genauso wie es vor 5, 6 Jahren oder länger, 5 bis 10 Jahre noch der Fall war, wo man dachte, China kann nur Kopien und billige und Produkte von schlechter oder mittelmäßiger Qualität herstellen, sind sie jetzt auch keine Hightech-Superpower. Sie waren nicht zwar zum jeweiligen Zeitpunkt letztendlich akkurat. Sie entwickeln sich extrem dynamisch. Es gibt Bereiche, in denen sich Technologie extrem schnell auch in der Anwendung vor allem etabliert. Man denke einfach nur im Bereich von Gesichtserkennung, von autonomem Fahren. Da passiert sehr, sehr viel in dieser Anwendung von Zukunftstechnologien. In anderen Bereichen macht man natürlich Fortschritte. Man ist allerdings in Bereichen der technologischen Schlüsselbausteine. Man denke zum Beispiel hier an Halbleiter oder dergleichen, ist man noch vergleichsweise schlecht und in der aktuellen Debatte, auch im Zug mit den Konflikten mit den USA, ist das ein wesentliches Thema, das immer wieder ja diese Schwachpunkte aufweist. Und das sind natürlich Themen, dessen ist sich die Führung extrem bewusst und das will man natürlich auch angehen. Aber ich glaube, es ist auch hier immer noch mehr wichtig zu gucken, wo steht China, in welchen technologischen Entwicklungspfad schlägt man ein, und wo sind noch Stärken und wo sind Schwachstellen? Ohne Frage, in einigen Bereichen ist China sicherlich auch uns schon überlegen, aber auch hier bedarf es, glaube ich, einen Blick ins Detail. Und man sollte hier nicht pauschalisieren und glauben, dass China nun uns in jedem Bereich flächendeckend überlegen ist. Aber es ändert sich. Und auch hier sieht China vor allem den technologischen Wandel als Chance. Und die chinesische Industriepolitik sieht vor allem im Bereich Zukunftstechnologien als Chance. Und in vielen Bereichen über die letzten Dekaden auch ein Versuch mit Joint Venture, mit ausländischen Unternehmen, man bedenke in der Automobilindustrie etwa, hat man immer versucht, zum Westen aufzuschließen und hat versucht, das Wissenstransfer zu gewährleisten, um selbst so und so die chinesische Entwicklung voranzutreiben. Aber man lief eben immer wieder dem Westen hinterher und hat versucht, diese Technologielücke zu schließen. Dieser technologische Wandel, in dem wir uns gerade befinden, mit den Zukunftstechnologien, mit der Digitalisierung der Wirtschaft, das ist eine echte Chance für China, dass man nach vorne preschen kann und China auch aufgrund der Marktgröße mittlerweile ganz schnell als Leitmarkt etablieren kann.
Und hier setzt man sich zum Ziel, schnell nach vorne zu preschen, Fakten zu schaffen, China als Leitmarkt zu etablieren, den Konsum zu stärken und so auch das Wissen in China zu stärken und aufzubauen. Und das Ziel dann ist, dass man den Spieß sozusagen umdreht. Das ist nicht mehr dass China nicht mehr versucht, zum Westen aufzuschließen, sondern eben, dass Europa technologisch hintendran ist. Auch hier wieder ganz wichtig, Ziel ist 2049. Man ist noch nicht da. Und die Schwachstellen habe ich eben auch aufgeführt, die sind noch da und die werden China in einigen Bereichen ja durchaus schmerzhaft auch momentan vorgeführt. Man bedenke eben nur das Beispiel Halbleiter. Daran ändert sich aber nichts, dass China versucht, ja auch diese Lücken zu schließen und vor allem Fakten zu schaffen. Und ein ganz wichtiger Aspekt hier drin ist, dass man auch hier die Corona-Krise sozusagen auch als eine Chance sieht, die Infrastruktur, die digitale Infrastruktur auszubauen. Und hier ist das sind Programme, die letztendlich nicht zwingendermaßen neu sind, aber im Zuge des Stimulusprogramms, als die Corona-Krise in China eingeschlagen hat, hat man das alles nochmal beschleunigt. Das heißt, es geht um die 5G-Infrastruktur auszubauen. Es geht um die Elektromobilität, aber auch Ultra-Hochspannungsnetzwerke, Datenzentren, aber auch Forschungszentren, die sich mit der Digitalisierung auseinandersetzen. Und das sollen dann alles diese Schlagwörter oder es soll die Infrastruktur schaffen für die ganzen Schlagwörter, die wir über die wir hier in Europa auch viel reden, das Internet der Dinge, künstliche Intelligenz, die Digitalisierung von Städten, Big Data oder die in Deutschland Industrie 4.0, also die Digitalisierung der herstellenden Industrie. Hier versucht man gerade die digitale Wettbewerbsfähigkeit Chinas für die Zukunft zu stärken. Da passiert momentan extrem viel. Letztendlich sollen sie das Wachstum stützen, aber es geht auch darum, den Grundstock für die Modernisierung Chinas zu gewährleisten. Und es geht darum, auch ein Umfeld zu schaffen, das es auch für ausländische Unternehmen extrem attraktiv macht, in China hier dran teilzunehmen. Sonst hat man Sorge, dass man vielleicht hinten dran ist in einigen Entwicklungen. Also hier passiert momentan sehr, sehr viel. Und man hat natürlich auch die Hoffnung, dass man in diesen Zukunftsindustrien, wo noch nichts festgezurrt ist, wo es ja noch viel Freiraum gibt und auch noch viel offene Fragen, dass man es schafft, aufgrund des Faktes, dass China sich dort versucht, als Leitmarkt zu etablieren, globale Standards zu schaffen. Und das ist auch ein Punkt, der global oder den globalen Machtanspruch Chinas stärken soll. Und im Zuge der Belt and Road-Initiative denken viele vermutlich erstmal an Logistik, an Häfen, an Züge. Aber es geht auch hier um die digitale Infrastruktur. Und das sieht man auch als eine Möglichkeit, natürlich die Nachfrage und die Akzeptanz von chinesischen Standards zu schaffen, die sich letztendlich im chinesischen Markt dann bewährt haben. Und diese Funktion, diese erhöhte Nachfrage ist dann auch ein Grundstock davon, wie Chinas Unternehmen global aktiv werden. Das heißt, es ist auch ein wichtiger Schritt für die globale Ausdehnung und die globalen Aktivitäten der chinesischen IT-Unternehmen. Und jetzt kann man natürlich auch fragen, ist das eine Form auch für einen Export des chinesischen politischen Systems, in dem die digitale oder der Ausbau der digitalen Überwachung auch fundamental ist. So, das ist nicht immer zwingend der Fall. Es geht auch teilweise darum, einfach Glasfasernetzwerke auszubauen, Datennetze oder Datennetzwerkzentren aufzubauen. Aber auch hier ist zumindest die Frage, oder das ist auch ein Aspekt, den man zumindest im Hinterkopf haben sollte. Der klassische Bereich ist natürlich im Infrastrukturbereich. Jetzt sind wir hier bei der Belt and Road auch wieder bleiben. Der Antreiber hier, auch Chinas globalen Status zu stärken, ist, dass man sich als Entwicklungspartner anbieten kann. Man entwickelt neue Märkte natürlich und letztendlich soll es auch die chinesische Softpower stärken. Das heißt, dass man auch Allianzen bildet. Und jetzt bedenkt man einfach nur, jetzt hat sich hier nicht viel geändert. Ein anderes Beispiel ist hier auch Energie. Und das sind so die drei Schlüsselelemente der Belt and Road-Initiative. Das heißt, es sind die digitale Infrastruktur, es sind die Transportinfrastruktur und es ist die Energieinfrastruktur. Das sind alles Bausteine, die für China sehr wichtig sind,
indem man die wirtschaftliche Entwicklung in Afrika, in Zentralasien ausbauen will, um quasi China als den Angelpunkt für globale Lieferketten machen zu wollen. Und das ist natürlich ein Grundstock davon, wie man dann auch den globalen Machteinfluss ausbauen will. Und auf das Thema Infrastrukturausbau brauchen wir in Deutschland, ja, gibt es schlechte Beispiele, sage ich mal, in der Zeit. China, da sieht es ganz anders aus. Ich denke, da hat China viel von uns, glaube ich, mit einigen Projekten durchaus beeindrucken können. Man bedenke den Flughafen in Peking etwa, aber eben man macht das global, man bietet sich als ein Partner an, der vor allem auch das Paket anbieten kann für Entwicklungsländer oder unterentwickelte Länder. Man kann ihnen das Paket als Grundstock für Entwicklung geben, die den Ausbau der Infrastruktur in den Ganzen, also Energie, Transport und Logistikthemen oder Digitalisierungsthemen. Also da, und das alles mit einem Finanzierungsaspekt, der natürlich dann auch nochmal interessant ist. Also das ist ein Grundstock, der auch die chinesische Chinas Rolle in der Welt verändert. Und es ist nicht mehr so, dass China nur noch die Werkbank der Welt ist, die irgendwas zusammenschraubt und dieses Billig-Image, das man in den letzten Dekaden vielleicht noch hatte, das ist China auf gar keinen Fall mehr. China gibt ohne Zweifel zunehmend die Richtung an. Ich hatte ausgewiesen, wie es im Bereich der Zukunftstechnologie geht, dass man hier ganz schnell voranschreiten will. Man wird global aktiv. Man tritt auch in den Wettbewerb, nicht nur in China, sondern eben auch auf Drittmärkten. Auch deutsche Unternehmen bekommen das zu spüren. Es geht nicht nur mit chinesischen Unternehmen in China in Wettbewerb zu treten, sondern man trifft sie eben auch in Südamerika oder Afrika an. Das ändert sich und wird mit den Ambitionen, die China hat, im Bereich der Industriepolitik eher noch beschleunigen. Und natürlich hat sich das politische Umfeld gewandelt. Man hat ja immer noch die Hoffnung gehabt, dass China sich eben ja auch politisch ändern wird und sich in das System, in das Wirtschaftssystem, das bestehende Wirtschaftssystem, Ordnungssystem einbetten würde. Nun, China versucht das herauszufordern. Und das führt natürlich auch dazu, dass ja der Westen kritischer auf China blickt in einigen Bereichen. Wir merken es in Europa, aber vor allem wir merken es mit den USA. Und auch hier ist diese drohende Entflechtung, die zwischen den USA und China stattfindet, glaube ich, auch der Kontext sehr wichtig. Ich glaube, es ist schon offensichtlich, dass es weit mehr als nur ein Handelskrieg ist. Es ist eine Rivalität zwischen Großmächten. Und ich glaube, ein wichtiger Aspekt hier ist, aus meiner Sicht ist es zumindest nicht richtig zu behaupten, dass die USA sich von China entkoppeln will. Es ist eher so, dass die USA sich auf die neuen Ambitionen Chinas oder auf die neuen Ambitionen Chinas reagiert. China ist oder hat aufgeschlossen, hat technologisch aufgeschlossen und hat eine Größe erreicht, indem das Konfliktpotenzial größer geworden ist, vor allem in Anbetracht dessen, dass die Unterschiede ja eher größer geworden sind. Und es geht in erster Linie ging es um Handel, aber es geht weit mehr. Es geht um Technologie, um die Technologieführerschaft. Es geht um Innovation. Es geht auch um die Dominanz im Finanzsystem. Und es geht eben auch um geopolitische Rivalitäten. Das ist vermutlich ein Aspekt, der für Europa eher sekundär ist. Man hat diesen Aspekt der nationalen Sicherheit zumindest nicht ganz so weit als Thema in Anbetracht zu China, wie es etwa in den USA oder auch in Japan, Südkorea der Fall ist. Das sind Dynamiken, die gefährlich sind. Die USA stellen sich auf eine Art Entflechtung ein, wie die dann sich ausgestalten wird. Das ist tatsächlich momentan noch die große Frage. Aber auch hier muss man sagen, China hat schon weit vor des zunehmenden Konflikts mit den USA sich darauf eingestellt, weniger abhängig vom Ausland zu werden. Das hat sich jetzt eher noch beschleunigt. Das werde ich auch noch mal etwas ausleuchten. Aber es ist hier schon die Erkenntnis bei beiden, dass man versuchen möchte, gegenseitige Abhängigkeiten zu reduzieren. Denn das wird als Schwachpunkt gesehen. Und darauf stellt sich die Kommunistische Partei eben schon ein. Und mir wird häufig die Frage gestellt, was würde sich denn ändern, wenn Biden die
die Präsidentschaftswahl gewinnt oder Trump. Aus meiner Sicht spielt das überhaupt gar keine Rolle. Denn die KP stellt sich auf mehr internationalen Gegenwind ein. Man sieht das globale Umfeld als potenzielle, oder man sieht die Unsicherheiten, die im globalen Umfeld passieren und sich versucht, sich dran anzupassen. Und momentan sind die Planungen für den 14. Fünfjahresplan. Diese Woche sollten da weitere Informationen rauskommen. Und man stellt sich eben darauf ein. Man stellt sich darauf ein, dass es nicht mehr reine Kooperation mit dem Westen ist. Man fragt sich, wie entwickelt sich die Entflechtung und wo geht's weiter? Wird es eine Form von einem Kalten Krieg? Und auch hier passiert sehr viel in China, in vielerlei Bereichen. Auch hier zum Thema der nationalen Sicherheit. Man hat das Cybersicherheitsgesetz gestärkt. Man hat die Unreliable Entity Liste eingeführt. Da geht es darum, dass etwa Unternehmen, die nicht vertrauenswürdig sind, mit Konsequenzen zu rechnen haben. Sprich, wenn zum Beispiel ein amerikanischer IT-Unternehmen wird von gewissen Geschäftstätigkeiten in China ausgeschlossen, weil es als ein Sicherheitsrisiko gesehen wird. Es geht aber auch um Exportkontrollgesetze. So in einigen Bereichen hat China einiges an Technologie und vor allem auch Forschung von ausländischen Unternehmen, die in China stattfindet, die davon potenziell betroffen werden können. So, da ist sehr, sehr viel Unsicherheit noch, was das genau bedeutet. Aber China stellt sich auf mehr Gegenwind ein und versucht, Instrumente einzuführen, um darauf auch reagieren zu können, um sich zu schützen zu können und auch vor allem zurückzuschlagen. Die USA haben ja einige an Initiativen eingeführt, die versuchen, vor allem auch den Technologietransfer nach China zu beschränken. Und ein ganz wesentlicher Aspekt, in dem China versucht, sich den neuen Gegebenheiten zu wappnen, ist, dass man Wertschöpfungsketten und Lieferketten versucht zu absorbieren. Es geht darum, technologisch autark zu werden oder zumindest die Autarkie zu stärken. Das sind auch Themen, die schon weit vor dem Konflikt mit den USA ein Thema waren. Nur sie sind jetzt viel intensiver und es passiert viel mehr auf diesem Gebiet, indem man versucht, eben die Schwächen, die China in den letzten Jahren vorgeführt wurden, zu beseitigen. Man denke hier zum Beispiel als Unternehmen wie ZTE, also Telekommunikationsausrüster, ZTE oder Huawei etwa, Probleme hatten oder haben, an amerikanische Halbleiter zu kommen. So, das ist natürlich etwas, was dem chinesischen Führung ein Dorn im Auge ist. Und dieses Bestreben nach technologischer Autarkie ist da ein ganz wesentliches Element. So, jetzt fragt man sich, was bedeutet das für Deutschland? Geht alles weiter wie gehabt? Auch hier, das zeigt jetzt hier die Entwicklung des Handelsvolumens, ohne Frage. Ist jetzt hier für Deutschland, aber egal, ich sage, für was ich das zeige, auch für Europa. China ist quasi aus dem Nichts gekommen und jetzt einer der wichtigsten Wirtschaftspartner für Europa, für Deutschland. Und Deutschland von allem hat natürlich auch im europäischen Vergleich ist besonders gut gefahren mit dem wirtschaftlichen und der wirtschaftlichen Entwicklung in China. So, ich tue mir ein bisschen schwer immer, wenn die Frage kommt, nun, weil alles die ganze Zeit so sich so gut entwickelt hat, wird es auch immer so weitergehen, weil China in einigen Bereichen so wichtig ist, auch als Abseitsmarkt, wird sich das nicht mehr ändern. Nun, ich persönlich glaube nicht so ganz daran. Ich halte das für ein bisschen zu optimistisch. Es ändert sich was. Wir sind in einer Art Form von einem Strukturbruch, wie auch der Umgang mit China und zwischen die Beziehungen zwischen China, nicht nur mit der EU, sondern auch der Welt sind. Insofern habe ich da so meine Zweifel, dass man davon ausgehen sollte, nur weil dieser Trend über die letzten Dekade angehalten hat, dass das so fortlaufen wird. Ich glaube, die Beziehungen sind in einem Umbruch und da müssen wir uns drauf einstellen. Ein wesentlicher Aspekt, dass die politischen Risiken zugenommen haben. So diese, was waren die Treiber von Globalisierung? Die waren über die letzten Dekaden. Da ging es einfach, wer kann günstiger produzieren? Dann hat es zu dieser Verlagerung geführt. So diese Lieferketten kommen zwischen die Fronten der Großmächte, zwischen den USA und China. So, die sind gewissen Risiken ausgesetzt. Aber eben auch vor allem das Marktumfeld in China ändert sich. Ich hatte schon angesprochen, diese Bestrebungen in China, dass man politisch restriktiver wird, aber eben versucht, die Wirtschaft zu liberalisieren. Das ist die Frage, öffnet sich China nun oder wird es mehr verschlossen? So, das ist in der Tat sehr schwierig zu beobachten, aber man muss überlegen,
Wie öffnet sich China so? Und öffnen Sie die Tür zum Wohnzimmer oder ist es die Tür, die in den Keller runterführt? So, das ist alles höchstgradig komplex. Man muss die politischen Gegebenheiten vor allem auch im Kontext mit der Rivalität mit den USA in Betracht ziehen. Und ich hatte vorhin angesprochen, China wird sich neu gegenüber der Globalisierung aufstellen. Aber das heißt nicht, dass man sich verschließt. Man weiß, dass ausländische Unternehmen für den Zugang für Technologie extrem wichtig sind. Aber man versteht auch, wie wichtig es ist, den Wettbewerb mit ausländischen Unternehmen zu haben. Es geht auch darum, dass man chinesische Unternehmen im chinesischen Kontext einsetzt, um die eigenen Fähigkeiten zu stärken. Und die Beziehung in der Wirtschaft und in der Technologie, ja, sie werden komplizierter. Das bekommen wir jetzt schon mit. Es geht um Themen wie den Staatskapitalismus. Wie stellt man sich in Europa auf? Wir haben Anpassungen im Bereich der Industrieprüfung, in der Investitionsprüfung gehabt. Zumindest nach 2016, als der Aufkauf von KUKA stattgefunden hat. Der hat nicht nur in Deutschland stattgefunden, sondern auch auf EU-Ebene. Es gibt Rivalitäten mit der Belt and Road Initiative, so die auch, ja, Interessen Europas beeinträchtigt. Die 5G-Debatte glaube ich, aufnehmen. Hier gibt es eine ganze Reihe von Themen, die über die Dekaden zu Konflikten geführt haben, aber aufgrund der chinesischen Stärke und des technologischen Aufstiegs zumindest prominenter geworden sind und auch schwieriger geworden sind. Und hier wird es ein Thema sein und diese Konflikte werden im Zuge der Verhandlungen des Investitionsabkommens zwischen der EU und China. Da sieht man ja schon, wie über diese Themen gesprochen wird. Man sieht, dass Europa auf seine Punkte pocht. Der Ausgang ist noch offen. Die Hoffnung ist ja, dass es Ende des Jahres beendet wird oder zum Abschluss kommt. Aber hier geht es um diese Themen. Wie schafft man es, die Unterschiede in den Wirtschaftssystemen zu vereinen, um die Beziehung auf ein solides Fundament zu stellen? Aber hier stellt sich eben auch schon ein, dass Europa gewillt ist, sich konsequenter zu positionieren. Aber, und das ist, glaube ich, für Europa, ich würde es fast sagen, neu, es geht weit über die Wirtschaft hinaus. Und China nur auf die Wirtschaftsbeziehung zu reduzieren, das kann man sich gar nicht mehr leisten. Es gibt Konfliktherde und auch noch, Themenbereiche, die aus europäischer Sicht durchaus unangenehm sind. So, wir haben es gesehen, was in Hongkong passiert ist, auch wie die EU darauf reagiert hat. Man hat die Themen in Xinjiang mit den muslimischen Minderheiten. Aber es geht auch darüber hinaus. Es geht um Fragen wie, wie geht es mit Taiwan weiter? Im südchinesischen Meer, da sind auch Partnerländer Europas betroffen. Man bedenke hier Japan etwa. Aber eben, es gibt auch schon direkt vor unserer Haustür sozusagen Situation, in dem man sich auch hier politisch positionieren muss. Es gibt dieses 17+1 Konzept oder wie man es nennen möchte, in dem China versucht, mit ost- und zentraleuropäischen Staaten zusammenzuarbeiten, unter anderem mit der Belt and Road. Das hat natürlich auch seine Herausforderung für die EU. Ich hatte schon ein paar Mal angesprochen, die Europa schafft es im Bereich der Wirtschaftsbeziehungen, sich schon klarer zu positionieren. Und es wird aus meiner Sicht auch immer wichtiger, denn man konkurriert sehr, sehr stark, aber eben mit unterschiedlichen Wirtschaftssystemen. Und die Systemunterschiede werden größer, nicht kleiner. Und da macht es, das ist zwingend erforderlich, dass man sich stärker positioniert, dass auch China es schafft, vielleicht einen Schritt auf Europa zuzugehen, dass man Gemeinsamkeiten stärkt, damit die Wirtschaftsbeziehungen in Anbetracht der dynamischen Situation weiter bestehen können. Die mangelnde Wertegemeinschaft, und da spreche ich vor allem auf die unterschiedlichen politischen Systeme, die werden aber auch zunehmend zu einer Herausforderung. Das heißt, das Störfeuer, in dem die Wirtschaftsbeziehungen stattfinden, wird eben auch größer. Und das sind auch neue Realitäten, mit denen wir uns, denke ich, befassen müssen. Und die, wir haben ja schon ansatzweise das jetzt in den letzten Jahren, vor allem in diesem Jahr gesehen. Das wird aber noch schwieriger werden. Und das macht es dann eben umso wichtiger, bei Diskrepanzen Klarstellung zu beziehen. So, das heißt, die Systeme, die Unterschiede im politischen als auch im wirtschaftlichen System, da bedarf es eine ganz klare Positionierung. Das hat natürlich einige Risiken.
auf beiden Seiten, auf Seiten der EU als auch auf Seiten Chinas, dass es zu Fehleinschätzungen kommt, dass es zu Nationalismus kommt, die dann letztendlich die Gefahr oder die Beziehung beschädigen. Und wenn wir, ich glaube, wir müssen nur auf die Beziehung zwischen den USA und China gucken, da können wir sehen, wie schnell sich solche Dynamiken auch entfalten können. Vielleicht noch was Positives zum Schluss, und ich komme auch gleich zum Ende meines Vortrags. Und natürlich gibt es Rivalitäten zwischen China und Europa. Das heißt aber nicht, dass man in keinem Bereich kooperieren kann und alles, was mit China zu tun hat, in Frage stellen sollte. So ein ganz wesentlicher Aspekt ist zum Beispiel im Bereich des Klimaschutzes oder der Reduzierung des CO2-Ausschusses. So, das sind Gemeinsamkeiten, wo ich denke, Europa und China viel gemeinsam haben und das auch Potenzial hat, dass man hier die Kooperation ausbaut, trotz vielleicht anderer Rivalitäten. So, mein Punkt hier ist, es gibt einige Bereiche, da kann man gut zusammenarbeiten und es ist unproblematischer. In anderen Bereichen ist es vielleicht ein bisschen schwieriger aufgrund des sich veränderten Kontexts. Im Bereich des Klimaschutzes hat bereits seit 2018 auch in China sich der Fokus geändert. Man hat versucht, den Umweltschutz zu stärken. Und das hat sich jetzt in den letzten Wochen nochmal verschärft, dass China erklärt hat, dass man bis 2030 die CO2-Spitze erreichen möchte und dann 2016 letztendlich klimaneutral zu werden. So, noch ist China da relativ weit entfernt. Wenn wir hier gucken in dem Grafik, wie der Energiemix in China momentan aussieht, erneuerbare Energien halten sich jetzt noch in Grenzen, trotz Fortschrittes. Auch hier, das meiste davon ist Wasser. Aber man bedarf weiterhin noch, oder der Bedarf an Kohle ist weiterhin noch der dominante Energie oder die dominante Energiequelle. Und vielleicht auch hier nochmal mit Blick auf die Belt and Road, auch hier ist die Frage, wie will China diese Ziele erreichen? Momentan die Energieinfrastruktur, die entlang der Belt and Road gebaut wird, hat einen schweren Fokus auf fossile Energien, und das ist natürlich dann auch schwierig. Aber trotzdem, das sind zumindest, es gibt Gemeinsamkeiten, hier kann man zusammenarbeiten, aber auch hier ist es dann eben auch wichtig zu gucken, wie stellt sich China auch international auf. Aber es geht, man kann kooperieren. Zum Schluss vielleicht noch ein paar Ideen, die ich gerne einführen würde, wie man sich auf diese neuen Realitäten in China einstellen kann. Und ein ganz wichtiger Aspekt ist für mich, nicht China zu kopieren. Und das liegt daran, dass auch in vielen Gesprächen, die ich ja in Europa führe, da geht es dann darum, wie angetan man ist von der chinesischen Industriepolitik und wie schnell sich da Dinge entwickeln, weil der Staat so stark ist. Ich glaube nicht, dass das für Europa ein Ziel sein kann. Und man vergisst auch, wie unglaublich ineffizient die Industriepolitik sein kann, dass der Staat sagt, diese Industrie soll gewinnen und wir gehen jetzt diese Richtung, in diese Technologie. Es hat seine Kosten. Ich glaube, es ist mit dem europäischen System in keiner Form kompatibel. Und ich halte es auch nicht für eine gute Idee, mit dieser Strategie von nationalen Champions etwa zu fahren. Ein anderer Punkt ist, dass es aus meiner Sicht extrem wichtig ist, in einem europäischen Kontext auf China zu gucken. Wenn jeder Staat und Mitgliedstaat der EU versucht, mit China zu verhandeln, das ist extrem schwierig und China kann die EU an sich ausspielen. Und natürlich, Deutschland hat eine extrem starke Wirtschaftsbeziehung zu China. Aber auch hier sollte man vielleicht gucken, was bedeutet das für Europa und auch weit über die Wirtschaft hinaus. Ein zweiter Punkt ist, dass Europa auch hier in die Offensive gehen muss im Umgang mit China und dass man sich den Wettbewerb stellen muss. Es geht darum zu erkennen, und ich hatte einige Themen schon angesprochen, die China macht. Man versucht, die Infrastruktur, die digitale Infrastruktur aufzubauen. Man versucht, China zu wappnen, was die Zukunft, oder man arbeitet daran, China zu wappnen für die Zukunft. Und das sind, glaube ich, Bereiche, diesen Weckruf muss man auch in Europa viel stärker verspüren, auch von seitens der Politik. Und es geht auch darum, den Binnenmarkt in Europa zu stärken. Da gibt es so viele Hürden, die letztendlich auch die Entfaltung dieser neuen digitalen Wirtschaften im Wege stehen. Und auch hier ganz bewusst in die Zukunft investieren. Ein wichtiger Punkt für mich ist, dass
dass man hier in die Offensive geht und auch nicht nur mit dem Finger auf China zeigt. China macht dies, China macht das, das ist unfair. Das heißt nicht, dass man nicht in die Defensive gehen muss, aber aus meiner Sicht sollte das selektiv sein. Man muss die Systemunterschiede ja verstehen und darauf reagieren. Das heißt aber auch nicht, dass man die Hoffnung haben sollte, dass Europa China verändern wird, in einer Sicht, dass man dann zunehmend kompatibel sein wird. Das wird nicht der Fall sein, sondern dafür ist China viel zu selbstbewusst. Das hatte ich versucht auch darzustellen, zu zeigen, wie auch der Blick Chinas auf seine Rolle in der Welt sein wird. Insofern muss man sich auch mit diesen Realitäten auseinandersetzen. Aber das macht es umso wichtiger, die Wirtschaft die richtige politische Flankierung zu geben, dass man ja in diesem dynamischen Umfeld ja weiterhin mit China wirtschaftlich zusammenarbeiten kann, ohne dass alles politisiert wird und dass Schwächen ausgenutzt werden, um Druck auszuüben. Und als Schlusswort zu meinem Vortrag heute, China verändert sich, ohne Frage. Und häufig habe ich den Eindruck, wenn es darum geht, auf China jetzt zu reagieren, dass es eine Entweder-Oder-Frage ist, gegen oder für China. Das halte ich nicht für den richtigen Weg. Ich glaube, es ist aber einfach nur an der Zeit, dass man die richtige Balance findet, dass man unterscheidet, in welchen Bereichen man mit China ja völlig unbedenklich zusammenarbeiten kann, kooperieren kann, aber eben auch in Bereichen, wo es problematisch ist. Und in diesem Sinne hoffe ich, dass ich ein paar Einblicke geben konnte, wie sich China entwickelt und was das für Europa bedeutet. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Zenglein, für diesen sehr interessanten Vortrag, der uns Einblicke gegeben hat in die Entwicklung Chinas. China ist ja mit unglaublichem Dampf unterwegs und wird in Kürze die größte Volkswirtschaft der Welt sein. Wir haben ja gar nicht die Möglichkeit, China zu ignorieren, sondern Sie haben richtig gesagt, wir müssen einen Weg finden, sinnvoll mit ihnen zu kooperieren, nicht naiv sein bezüglich ihrer Wünsche, aber auch nicht ablehnend, sondern es geht in Zukunft auf dieser Welt nur mit China und nicht neben China. Wenn die USA glauben, sie könnten China isolieren, dann habe ich irgendwie Vertrauen in ihre Urteilskraft verloren. Das ist ja Unsinn. Das geht überhaupt nicht. Und wir müssen aufpassen, dass wir ein enges Handelsgeflecht bauen, damit eben auch die Sicherheit der Welt gestärkt wird. Manchmal muss ich denken an die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, wo die Briten mit ihrer Wirtschaftsleistung ja vorne lagen und Deutschland kam aber hoch und wuchs mit atemberaubender Geschwindigkeit und rückte den Briten immer mehr auf den Pelz. Zum Schluss haben wir auch noch eine Flotte gebaut und so, und das hat also beigetragen zu den Spannungen, die sich im Ersten Weltkrieg entluden. Das muss man im Auge haben, sowas wollen wir nicht wiederholen. Wir sind ja hier im wirtschaftspolitischen, ordnungspolitischen Ausschuss des Wirtschaftsbeirates der Union. Und insofern stellt sich doch bei mir zunächst einmal die Frage nach dem System überhaupt. Ich verstehe das nicht so richtig, was in China grundsätzlich vorliegt. Die haben mit dem Kommunismus, Sozialismus begonnen und heute haben sie eine, wie es scheint, extrem kapitalistische Marktwirtschaft. Aber sie nennen sich noch sozialistische Marktwirtschaft. Socialist Market Economic System nannten Sie das vorhin. Wie steht's denn damit? Was ist denn noch Sozialismus? Oder ist es nur ein Name, damit man sein Gesicht wahren kann? Das wird in der Tat eine der großen Herausforderungen sein für die nächsten Jahre. Denn China hat sich ja wirtschaftlich rapide verbessert und auch die Lebensqualität der Bevölkerung verbessert. Und ich glaube, das ist auch ein Kernaspekt, wie die KP auf sein System guckt. So, man feiert etwa, dass man ja die Armut abgeschafft hat, gut, nach einer chinesischen Definition. Aber das sind, glaube ich, die sozialistischen Elemente, die da sind, dass man die Bevölkerung, die Arbeiter, die Bauern, dass man ihnen Wohlstand gibt. Aber, und das ist die große Systemherausforderung, zumindest aus meiner Sicht, ist, dass die Kluft zwischen Arm und Reich einfach ins Unermessliche zu klaffen scheint. Und das sind Bereiche, die man jetzt versucht anzugehen, dass sich auch die Bevölkerung diese Systemfrage in der Form gar nicht stellt und nicht beginnt, das System zu hinterfragen.
Denn wenn man diese Frage stellt, ja, was ist denn dran sozialistisch, dann wird es auch für die kommunistische Parteien ein Problem. Dessen ist man sich sehr bewusst. Aber bis jetzt ist es relativ unproblematisch aus meiner Sicht, denn letztendlich, also pauschal gesagt, egal ob man ein Bauer in der tiefsten Provinz war oder jemand, der in Shanghai ist, für alle hat sich die Situation verbessert. Und insofern. Ja, gut, das ist jetzt nicht meine Frage. Natürlich, das behaupten ja die marktwirtschaftlichen Systeme auch. Wohlstand für alle, nicht? Sagte Erhard, der erzeugt werden kann. Das ist ja noch keine Definition von Sozialismus. Ja. Sozialismus hieße dann eher, dass es noch viel Staatseigentum an den Betrieben gibt. Wie sieht es damit aus? Sozialismus würde man merken an der Staatsquote. Die deutsche Staatsquote liegt bei 46%, die französische bei 56%, die dänische auch. Das sind ja die beiden Spitzenreiter im OECD-Maßstab. Also wenn das so über die französische Quote hinausgeht, würde man schon die Vermutung haben, dass da noch relativ viel Sozialismus ist. Können Sie uns sagen, wie hoch die ist? Das ist ganz schwer zu beziffern, denn man hat die Rolle der Staatsbetriebe ist etwa zurückgegangen, aber man hatte jetzt eben das in dieser Neupositionierung, dass sich der Parteiapparat auch innerhalb der Privatunternehmen verstärkt. Und ich hatte angesprochen, aus meiner Sicht sind es die Staatsunternehmen 2.0. Und die Bedeutung der Partei innerhalb der Wirtschaft weitet sich momentan eher aus. Also insofern ist es auf jeden Fall der Sozialismus oder der Kapitalismus mit diesen chinesischen Eigenschaften, wo ich eher sagen würde, also ich tue mir ganz ehrlich ganz schwer zu sagen, dass chinesische Unternehmen, große Unternehmen, die de facto im privaten Eigentum sind, ja frei von dieser politischen Einflussnahme sind. Und dann ist die Frage, ja, ist es privat oder ist es staatlich? Insofern sehe ich das eher, dass es in die Richtung geht und die Staatsquote eher höher ist, als man sie jetzt an den offiziellen Zahlen vielleicht bemessen kann. Meine zweite Frage bezieht sich auf die grüne Energie in China. Das Diagramm, das Sie gezeigt haben, ist, glaube ich, nur der Strom, nicht? Das ist nicht das Ganze. Also in Deutschland wäre der Strom ja nur ein Fünftel vom gesamten Energieverbrauch. Und Sie haben gezeigt, dass da 70% ungefähr noch Kohle drin ist. In Deutschland sind es etwa 30% Kohle bei der Stromproduktion. Das ist also schon noch sehr schmutzig. Jetzt hat Xi gesagt, bis 2060 will er klimaneutral sein. Aber bis 2030 geben sie nochmal richtig Gas. Also die nächsten 10 Jahre noch nicht. Und was danach kommt, wird man vielleicht sehen, nicht? China hat, soweit ich gehört habe, im ersten Halbjahr 2020 für 17 Gigawatt Kohlekraftwerke errichtet. Wenn das die europäische normale Größe wäre, dann wären das 17 Kohlekraftwerke im halben Jahr oder alle 12, 13 Tage ein neues Kohlekraftwerk. Also im Moment sieht es noch nicht so sehr grün aus. China tut alles, expandiert offenbar in alle Richtungen, auch in die grüne Richtung, lässt aber nicht von der Kohle. Was wollen die denn danach machen? Wollen sie in die Kernkraft gehen? Was ist mit der Aussage, dass sie bis 2030 einen funktionsfähigen Fusionsreaktor haben wollen, indem sie zwei Entwicklungsschritte gleich parallel machen, also einen quasi überspringen? Was können Sie mir dazu sagen? Also, wie Sie richtig angesprochen haben, es wird sehr schwierig, dass China schnell grün wird. Und momentan ist es eher ein dreckiges Grün. Denn man versucht es natürlich auch mit der Wirtschaftsentwicklung in Einklang zu bringen. Ich glaube, man setzt in der Tat auf verschiedene Technologien. Unter anderem, ich hatte auch angesprochen, dass man in den Netzwerkausbau für Ultrahochfrequenz-Spannleitungen investiert. Also auch in der Hoffnung, dass sich Energie leichter und mit weniger Energieverlust transportieren lässt. Das sind auch Bereiche, an die man da denkt. Aber also das sind ja auch momentan alles eher neue Ziele, die man sich da gesetzt hat. Wie man die jetzt genau erreichen will, da sind ganz viele Fragezeichen dran. Und ich meine, 2016 ist auch noch ein langer Weg. Vermutlich erhofft man da von technologischen Fortschritten und Nukleartechnologie ist ganz sicher auch ein Thema, das von fundamentaler Bedeutung ist.
Ja, von fundamentaler Bedeutung ist ja auch der IT-Bereich. Darüber haben Sie ausführlich gesprochen. Sehr interessant, vielen Dank. Wie sieht es denn jetzt aus mit Huawei? Interessant fand ich, dass Sie erwähnt haben, dass China jetzt ein Cybersicherheitsgesetz novelliert hat oder geschaffen hat, also um sich zu schützen vor einem Ausspionieren durch ausländische Kräfte. Ja. Das ist genau der Vorwurf, den wir den Chinesen auch hier machen. Können Sie das noch ein bisschen vertiefen, insbesondere auf unsere deutsche Entscheidung, nun Huawei nur zu erschwerten Bedingungen oder fast gar nicht mehr zuzulassen? Ja, also das Cybersicherheitsgesetz, das auch also ein sehr umfassendes Gesetz. Da geht es eben auch darum, ja, Datenströme zwischen China und dem Ausland zu kontrollieren. Auch vor allem Wissen, wie Informationen über oder aus dem Land herausgetragen werden. Das heißt aber auch, dass etwa IT-Unternehmen, chinesische IT-Unternehmen, auch hier sich daran halten müssen. Und da sind zum Beispiel gewisse Möglichkeiten und Eingriffsmöglichkeiten vom chinesischen Staat an Informationen zu kommen. So, und das ist ja auch eine Problematik, mit der man sich hier in Europa befasst. Welches Einfallstor eröffnet man dann für die kommunistische Partei, den chinesischen Staat in die digitale Infrastruktur 5G, wenn Huawei das Unternehmen ist? Und das macht es sehr, sehr schwierig. Und die Gesetzlage, würde ich sagen, da ist auch eine gewisse Berechtigung da, denn ich hatte ja auch angesprochen, diese Unterscheidung zwischen rein privaten Unternehmen und Staatsunternehmen ist in der Form aus meiner Sicht in diesen Themen von nationaler Sicherheit auch aus dem chinesischen Blickwinkel nicht mehr gegeben. Und vielleicht auch hier diese 5G-Debatte im europäischen Kontext mal zu beleuchten. Ich verfolge das natürlich auch, was in Europa da passiert, was darüber gesprochen wird. Aber interessanterweise kommt es ja auch drauf, wie man auch rote Linien hier definiert. Und wenn man etwa guckt, wie die Debatte, ob Huawei die Netzwerke in Japan ausbaut, ja, da hat diese Diskussion gar nicht stattgefunden. Denn man hat den Blick auf China als eine potenzielle Gefahr für die nationale Sicherheit, ist dort eben viel präsenter. Und insofern hat sich da die Frage gar nicht gestellt. Aber in Europa stellt man sich tatsächlich die Frage, ob man hier die Sicherheit gewährleisten kann oder nicht. Ich bin kein Techniker, aber hier verweise ich immer wieder gerne auf die Diskussion, wie sie etwa in Japan stattgefunden hat. Ja, Herr Zenglein, im Zusammenhang mit der Sicherheit, da stellt sich für mich auch die Frage Russland-China. Wie sieht es denn in dieser Beziehung aus? Die Beziehung ist ja durchaus spannungsgeladen. Es wohnen also Millionen von Chinesen offenbar auf russischem Territorium an der Grenze. Andererseits haben wir den Russen die kalte Schulter gezeigt. Wir haben den Ukraine-Konflikt und so weiter, sodass also man immer hört, Putin würde sich zunehmend Russland, China zuwenden. Wie sieht es denn aus in der Entwicklung zwischen diesen beiden Ländern? Nun, da gab es sicherlich eine Annäherung. Ich weiß jetzt nicht, wie tief die ist. Russland hat natürlich einige Technologien, wenn man zum Beispiel im Bereich der Rüstungsindustrie denkt, die für China sehr wichtig sind, Triebwerke zum Beispiel, da arbeitet man zusammen und eben vor allem Energie. So, ich persönlich glaube, da wird es aber auch noch einige potenzielles Konflikt geben, denn auch im Zuge der Belt and Road Aktivitäten, in denen China auch versucht, in Zentralasien Fuß zu fassen, indem er ja auch in die russische Einflusssphäre eindringt, da wird sich auch noch zeigen, wie partnerschaftlich man das Ganze sieht. Also insofern, ich glaube nicht, dass es jetzt die große Liebe zwischen den beiden Staaten ist, sondern man arbeitet eher daran zusammen, man sieht den Vorteil, zusammenzuarbeiten, um sich auch gegenüber dem Westen stärker zu positionieren. Ja. Es gibt ja zu denken, dass die Eisenbahnlinien, die jetzt gebaut werden oder verbessert werden zwischen China und Europa, eben südlich von Russland entlang fahren und nicht eben über russisches Territorium, nicht? Also das ist ein interessantes Dreiecksverhältnis Europa, Russland, China. Wie intensiv sind denn die Chinesen hier schon wirklich unterwegs? Also sie haben in Athen den Hafen von Piräus großenteils gekauft. Die
Die Küste ist chinesisch, in chinesischer Hand zu einem erheblichen Teil dort. Sie sind in Deutschland, in Duisburg wohl aktiv. Sie sind in Triest und wollen da einen großen Hafen machen. Sie haben vor einem Jahr ein Sonderabkommen mit den Italienern geschlossen. Das ist aber wieder am Wackeln, höre ich. Also, wie würden Sie das beurteilen? Also die Belt and Road Initiative, würde ich sagen, ja, da ist man ein bisschen in Stolpern geraten. Da war man sehr ambitioniert. Es ist natürlich viel passiert, wie Sie schon angesprochen haben, wobei der Fokus eher jetzt innerhalb Asiens ist, Süden Asiens, man denke Pakistan zum Beispiel auch und Zentralasien. In Lateinamerika wird viel gemacht im Bereich der Energieinfrastruktur. In Europa selbst, würde ich sagen, ist es jetzt eher in der Peripherie der EU, wo man ja am meisten Bewegung sieht. Und in Europa selbst werden es gibt zwar diese prominenten Beispiele in Griechenland, in den Häfen oder in Portugal auch mit den Stromnetzwerken oder auch im Finanzsystem, aber das war es dann auch schon. Und Duisburg, ja, das ist jetzt so ein Einzelbeispiel, aber es ist ja nicht so, dass Duisburg jetzt keinen Umschlagbahnhof hatte. Man ist natürlich jetzt da ein Aspekt für die Zugverbindung dergleichen. Aber der Fokus ist durchaus eher in den südlichen Ländern Europas und in der Peripherie. Wenn man jetzt Serbien denkt zum Beispiel, also das sind Gebiete. Ansonsten, glaube ich, ist in Europa jetzt da momentan nicht ganz so viel passiert. Und vor allem auch guckt man eben kritischer auch von Europa auf die Belt and Road. Also diese 17+1 Strategie, in dem China eben versucht hat, zentral- und osteuropäische Länder stärker damit einzubinden und vor allem die Länder dazu gebracht hat, dann diese Vereinbarung zur Belt and Road zu unterschreiben. Da sieht man aber de facto dann halt im Ergebnis nicht ganz so viel. Und das ist insofern, muss man das auch trotz all dem Trubel, den es um die Belt and Road-Initiative geht, glaube ich, auch in Anbetracht beziehen, dass sich da in Europa die Auswirkungen, sagen wir mal, sehr konzentriert nur entfalten. Ja, vielen Dank, Herr Zenglein. Ich denke, wir machen jetzt an dieser Stelle Schluss. Ich danke Ihnen für diesen wundervollen Vortrag über das in Zukunft vermutlich wichtigste Land der Erde, China, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen und mit dem wir eine Zusammenarbeit in irgendeiner Form ja suchen müssen. Meine Damen und Herren, Sie hörten Dr. Max Zenglein, Chefökonom des Mercator-Instituts und ausgewiesener China-Experte, über ein Thema von allergrößter Bedeutung für auch die Zukunft der Bundesrepublik Deutschland. Und dies war eine Veranstaltung im Rahmen des Wirtschaftsbeirates Bayern, speziell im ordnungspolitischen Ausschuss. Vielen Dank, Herr Zenglein, meine Damen und Herren, für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.